Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wunderschönen guten Tag, liebe Kinder. Herzlich willkommen hier zur Taufe. Ist ein bisschen groß, das Ding, zum Taufen, aber wir halten das ja auch nicht übers Taufbecken. Ich begrüße recht herzlich Ihre Bürgermeisterin, Frau Prier, Ihren Samtgemeindebürgermeister, Herrn Uhlenhaut. Aber lassen Sie mich erst ein bisschen was erzählen. Mein Name ist Helmut Gaius, ich bin der Leiter dieses Betriebes. 925 Jahre ist Weitenried alt. Ich glaube, am Wochenende feiern Sie dieses Fest auch ganz groß. Aber lassen Sie mich lieber was über die Eisenbahn erzählen. 1869, also vor 141 Jahren, wurde diese Strecke hier eröffnet, auf dem Streckenabschnitt von Herzberg bis Nordhausen. Das Besondere, glaube ich, an diesem Streckenbau war der Tunnel in Elrich. Es ist ja eine Höhle dort, Himmelreichhöhle. Und da hat man dann einfach die Eisenbahn durchgebaut. Wir fahren mit diesen Zügen, die Sie hier sehen, oder mit diesem Zug, den Sie hier sehen, das ist in der Eisenbahnersprache der VT 648. Dieses Fahrzeug ist voll klimatisiert und fährt hier auf diesem Streckenabschnitt seit 2005. Wenn ich Ihnen jetzt sage, so gut wie er auch noch aussieht, dass dieses Fahrzeug mittlerweile eine 3/4 Million Kilometer schon zurückgelegt hat, also ganz genau 783.000 Kilometer, nicht mitgerechnet das heutige Stück von Braunschweig bis hierher. Man hat große Fenster reingebaut, damit man die herrliche Landschaft, wenn man hier runterfährt, auch alles wunderschön erkennen kann. Ich kann immer nur den Urlaubern empfehlen, doch mit uns zu fahren, nämlich einen besseren Ausblick hat man nicht. Hier vor mir steht die Kinder aus dem Kindergarten Weitenried. Die alle machen schon die Vorschule und werden, wie ich das gehört habe, im nächsten Jahr dann in die Schule gehen. Das macht Spaß, glaubt es mir. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich heute Nachmittag hier noch viel Spaß und wir schauen dann mal, wie das mit der Taufe klappt. Die Taufe wird dann natürlich die Bürgermeisterin vornehmen, aber erstmal kommt der Kindergarten dran. Viel Spaß und vielen Dank. Herzlich danken für die Möglichkeit, einen Zug auf den Namen Weitenried taufen zu können und damit den Namen unserer Gemeinde hier in der Region ja auf einem Werbeträger an jedem Ort, wo der Zug hält, zu präsentieren. Diesen Namen wollen wir jetzt natürlich auch entsprechend mit Sekt manifestieren auf dem Zug und deshalb möchte ich Sie bitten, dort vorne etwas Platz zu machen. Weil es wird auch feucht. Den Namen Weitenried und wünsche ihm und all seinen Mitreisenden allzeit gute Fahrt und allzeit glückliche Rückkehr in den Heimatbahnhof. Vielen herzlichen Dank. Jetzt gebe ich es mit. Ja, liebe Frau Bürgermeisterin Prier, auch von mir noch ein paar Worte. Damit Sie diesen Tag auch in guter Erinnerung behalten, habe ich ein Geschenk für Sie. Wir haben etwas mitgebracht. Das ist dieser Täufling im kleinen Format. Ich hoffe, er findet bei Ihnen im Büro einen guten Platz und dass Sie dann immer eine gute Erinnerung an diesen Tag haben. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich und da wird es sicher einen Ehrenplatz finden. Ganz herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, er muss auch zusammengebaut werden. Nein! Wie habe ich so scherzhaft schon mal gesagt, den Namen Weitenried können Sie dann draufmalen in einer ruhigen Stunde. Ja, damit hätten wir den Taufakt vollendet. Einen Taufakt gegeben haben und natürlich bei den Kleinsten, bei unseren Kindern des Kindergartens, herzlichen Dank für die tollen Lieder, passend ausgesucht und haben uns viel Freude gemacht. Vielen Dank.